Ja, herzlich willkommen bei 1000bestTV. Ich bin hier wieder unterwegs in einem 360 Grad Motovlog. Ihr könnt selbst die Perspektive bestimmen. Ja, wie geht der Helm auf? Ich bin der Nils, grüße euch. Ihr seid hier mit dem Sattel bei der Triumph Tiger 900 Rally Pro. Wir fahren jetzt gemeinsam eine gemütliche Ausfahrt. Ich nehme euch mit auf den Weg zu mir ins Büro. Nicht die ganze Strecke, es ist nur der erste Teil wirklich interessant und kann ein bisschen übers Motorrad plaudern. Wie gesagt, ihr könnt selbst die Perspektive ändern am Handy, am Tablet oder auch am Desktop-Computer. Viel Freude und postet mal gerne eure Fragen und Kommentare unter diesem Video drunter. Danke. Ja, dann werfen wir es mal an. Die Maschine ist jetzt schon warm, deswegen hängt es auch schon gut am Gas, weil das ist gleich der einzige echte Kritikpunkt zu Beginn. Wenn der Motor kalt ist, ist er ein bisschen störrisch, dann ist noch so ein bisschen ein Exot dieser Dreizylinder. Ansonsten ja wahnsinnig kultiviert und angenehm in der Dosierung. Aber jetzt geht es schon richtig gut, hat schon Betriebstemperatur, die Triumph Tiger 900 in der Rally Pro Edition. Wir haben jetzt, ihr habt das jetzt gesehen, vielleicht die Traktionskontrolle hat geleuchtet. Ich habe jetzt mir für die paar Meter nicht den Offroad Pro eingegeben, sondern habe den Road-Modus drin gelassen. Und ja, geben wir mal Gas oder auch nicht. Ich bin ja hier jetzt noch im Ortsgebiet. Und jetzt seht ihr schon, ich bin jetzt im vierten Gang. Fünfter geht auch noch, sechster geht auch noch. Sechster peitscht schon die Kette ein bisschen, fünfter geht. Also du kannst diesen Dreizylindermotor schön unterdurch 2000 Touren dahin orgeln lassen oder dahin schmurgeln lassen. Wirklich angenehmes Ansprechverhalten, ganz eine hohe Disziplin. Ja, da haben die Elektroniker und die Motorenentwickler in den letzten Jahren bei Triumph eh immer schon einen guten Job gemacht. Jetzt, wo wir noch in der 50er-Zone sind, werde ich mal gleich einmal den Tempomat reinhauen, weil sonst fahre ich eh immer zu schnell. Weil das verleitet hier wirklich zu schnell fahren. Das ist leider eine grausliche Geschichte. Ich muss da kurz abdecken, weil da sind andere Menschen, die brauchen nicht hier zum Famous Rockstar werden auf 1000 PS. Ich glaube nicht, dass sie es vorhaben. Entschuldigt, dass ich da immer wieder ins Bild greife, aber wenn andere Leute dann im Bild sind, würde ich immer kurz abdecken. Ja, meine lieben Leute, es ist ja jetzt so, dass diese Corona-Krise uns bei 1000 PS ein bisschen, ja, in der Produktion ein bisschen eingeschränkt hat. Auf der anderen Seite ist es halt Raunz davon, Niveau, uns geht's gut. Die Firma ist jetzt nicht wirklich in der Existenz bedroht. Die Mitarbeiter sind großteils im Homeoffice. Wir können halt das nicht so intensiv machen wie sonst. Und selbst wenn wir fahren, so wie jetzt, kombinieren wir das immer mit Alltagstouren, um im Fall der Fälle mit der Polizei ja auch argumentieren zu können. Ich weiß, es gibt einige Zuseherinnen und Zuseher aus Österreich, die auf ihr Recht beharren und sagen, man darf fahren. Das Motorradfahren darf man. Könnt gerne das nächste Mal kommen und die Diskussion führen. Ich hatte schon zwei nette, aber bestimmte Gespräche mit der Polizei und sie haben beide, also eines wortwörtlich so geendet mit "Schleich dich bitte einfach heim" und das andere sinngemäß ähnlich, aber in einer bisschen gepflegteren Ausbaustufe. Ja, also insofern fahre ich halt immer, wenn ich ins Büro fahre, nutze ich die Gelegenheit und filme halt irgendwas oder nutze die Zeit und fahre mit dem Motorrad. Das Wetter ist ja fantastisch und die Radlfahrer dürfen offensichtlich auch wieder raus. Die habe ich jetzt schon längere Zeit nicht gesehen. Was ist wichtig bei der Tiger? Jetzt sehen wir es auch gleich bei dieser Kurve. Ah, herrlicher, da schau, wie die leicht in den Radius fällt. Also einhändig, ich glaube, sie können es freihändig fahren. Diese Maschine, schaut auf meine rechte Hand, ist stabil, trotzdem. Sie lässt sich so leicht dirigieren, bitte nicht nachmachen. Ich möchte euch nur zeigen, wie harmonisch, wie leicht, wie präzise sich diese Maschine mit ja, zwei Fingern quasi lenken lässt. Wirklich gut gelungen. Eine merkwürdige Kombination: 21 Zoll Vorderrad vorne, 17 Zoll Vorderrad hinten. Hat sicher irgendwas mit dem Packaging zu tun. Da gibt es Leute, die sagen, das ist scheiße im Gelände, bla bla bla. Kann jetzt nicht nachvollziehen. Echtes Gelände bin ich nicht gefahren mit der Tiger. Ich bin so Schotterwege gefahren, auch mit ein paar Spurrillen, Querrillen und so weiter. Also ja, es hat grundsätzlich passt und habe ich eh schon erwähnt im Testvideo auch, die das gesehen haben. Was ist los, Alter? Tempomat. So, Set. Okay. Und
Also ein Fahrwerk, das wirklich super arbeitet. Also ich bin ein großer Fan von diesem Schober-Fahrwerk, auch wenn es jetzt nur unter Anführungszeichen mechanisches Fahrwerk ist. Da ist es so, da bin ich immer hin und her gerissen. Einerseits stehe ich auf die elektronischen Fahrwerke, andererseits stehe ich aber auch drauf, wenn die Motorräder zumindest einigermaßen leistbar bleiben. Bei der Maschine muss ich sagen, es ist gut gelungen, ein gutes Fahrwerk. Man kann die nötigen Dinge auch schnell einstellen. Das heißt, hinten die Federvorspannung kann ich mir mit einem Handrad schnell einstellen und passt wunderbar. Und die Zug- und Druckstufen kann ich mir auch einstellen. Aber ich habe die Werkseinstellung lassen. Das Fahrwerk-Setup bei Triumph ist eh wirklich immer gut, weil die einfach eine leibende Testcrew haben. Herzliche Grüße gehen raus an die Gebrüder Lopez in Spanien. Ich hoffe, ihr seid fit und gesund. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr, liebe Zuseher und Zuseher, die Krise einigermaßen gut meistert und ja, noch nicht in den Lagerkoller verfallen seid. Wenn ich so ein bisschen sinnieren darf, einige Dinge habe ich auch jetzt ja, durchaus zum Positiven geändert von der Denkweise. Ich bin sicher jetzt zufriedener geworden, als ich es vorher war. Schätze die Zeit mit meiner Familie, schätze die paar Kilometer, die ich fahre im Motorrad, unglaublich. Also das ist der pure Genuss, jetzt hier fahren zu dürfen. Also ich weiß viele Dinge einfach wieder zu schätzen. Und was ich auch weiß, also mein Einkaufsverhalten hat sich echt radikal verändert. Ich versuche, so viel ich nur kann, der Globalisierung entgegenzuwirken, weil es ist absolut beschämend, dass wir unsere Medikamente und Masken und schieß mich tot aus China nicht daherkriegen und selber nicht mehr in der Lage sind, aber Stofffetzen zu nähen. Insofern kaufe ich echt super regionale Zeilen. Ich habe ein bisschen mehr Zeit, fahre zum Bäcker, fahre zum Kreisler, haben wir ja noch bei unserer Nachbarwirtschaft und habe so echt geile Lebensmittel daheim, immer geile Sachen. Ja, habe einen Eierdealer und gefunden, der leibende Eier hat von seinen Händeln und so. Also habe ich jetzt darum gekümmert. Und warum ich diesem Sattel von einer Maschine erzähle? Weil die Maschine natürlich für mich ein wesentlicher Bestandteil ist für Lebensfreude und geht sicher einigen von euch auch so. Und da muss ich sagen, da genieße ich das jetzt viel mehr und jeder Meter im Sattel zählt einfach. Ist aber auch so, dass ich mich jetzt erstmals richtig so vorbereite. Ich habe ja immer schon Sport gemacht, aber jetzt mache ich auch erstmals, glaube ich, seit ich lebe, überhaupt so Dehnungsübungen und so Yoga-Übungen. Und erstaunlicherweise hat das echt die Beweglichkeit und die Elastizität gefördert jetzt in den letzten Wochen. Einige WWs sind auf einmal nicht mehr da, die da waren. Also ich muss gestehen, ich bin glücklicher als je zuvor. Und tut mir das, möchte es aber jetzt nicht irgendwie, ja, weil für manche anderen Leute, denen es jetzt nicht so gut geht, trotzdem natürlich, ja, ist die Situation nicht leiwand, aber ja, ich habe es für mich jetzt wirklich gut eingerichtet. Am Horizont nach vorne seht ihr den wunderbaren Schneeberg, unglaublich dieser Ausblick. Also bitte glaubt jetzt nicht, ich bin da irgendwie der komplette Ökoterrorist oder Terrorist oder wie auch immer, aber mir kommt vor, die Luft ist klarer als je zuvor seit dem Corona-Shutdown, Lockdown, wie auch immer, und du hast so geile Aussichten, es ist echt herrlich. Ja, und so insgesamt, glaube ich, merke das auch, ich fahre viel angenehmer, relaxter, entspannter mit der Maschine, genieße die Natur, und jetzt komme ich aber auch schon wieder zurück zu Triumph Tiger 900. Wir haben ja schon einige Dauertester bei uns, aber genau in der aktuellen Situation, wo ich sage, hey, entschleunigen, gemütlich, Leben genießen, habe ich mich für die Tiger 900 entschlossen. Die ist in dieser Ausbaustufe Modelljahr 2020 einfach so gut gelungen und macht mir wirklich eine große Freude. Ich versuche es jetzt dann da vorne, da ist es ein 100er, zu zeigen. Es ist der Motor mit 95 PS, keine radikale Wunderwaffe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier unterdurch Gas gebe, ist es so, dass das jetzt nicht ein Inferno ist, was abgeht, aber er spricht sauber an, aber das funktioniert und es ist halt so, dass du vorankommst. Es ist aber auch so, was ich sagen muss, wenn du jetzt ein hastiges Überholmanöver starten möchtest, na dann ist natürlich schon so, dass er nach Schaltvorgängen verlangt, der 3-Zylinder-Motor ein bisschen nach Drehzahl. Also früher bei den 3-Zylindern von Triumph hast du die Drehzahl schon gebraucht wegen der Laufruhe und wegen dem Ansprechverhalten. Jetzt brauchst du ihn halt nur noch, wenn du sagst, du brauchst einen richtig infernalen Schub. Im Alltag gondel ich meistens so im unteren Drehzahlbereich dahin, nur bei den Überholvorgängen gebe ich eigentlich dann manchmal die Sporen und lasse ihn aufwachen. Ich schalte jetzt ein bisschen zurück, ja, wie ihr es gesehen habt, jetzt auch mit dem Quickshifter ohne Kupplung.
Und ihr seht es oben raus, erst kommt dann ein Schub. Es ist nicht unangenehm. Dadurch, dass das sehr linear ist, fühlt sich das sehr unspektakulär an. Du hast aber immer noch ein wahnsinnig schnelles Motorrad, das vielleicht sich nicht mehr irgendwie, ja, es fühlt sich vermutlich nicht mehr so stark an wie jene Triumph-Modelle, die ein bisschen ein schlampigeres Ansprechverhalten haben, ein bisschen eine Delle im Drehmomentverlauf. Weil eines muss man immer sagen bei Motorrädern, du spürst selten die Leistung, du spürst meistens den Drehmomentverlauf und eventuelle Buckeln oder Höhen. Und diese Maschine hier hat keine tiefen Drehmomentverlauf, aber eben auch keine Höhen. Und ja, kommt sicher jenen Leuten entgegen, die sehr abwechslungsreiches Terrain fahren. Also ich sage mal, in Spitzkehren bin ich auch schon gefahren, ganz leibend mit ihrem am Gas hängt, ganz leibend, wie du da mit niedrigem Drehzahl auch fein dosierbar rausfahren kannst, ohne dass da irgendwelche Ruckereien stattfinden. Echt wunderbar. Bremse haben wir jetzt noch nicht gesehen, ich bin ja eher sehr ruhig gefahren. Ich habe jetzt ein kurzes Manöver eingeleitet. Es ist so, dass die Bremse eine von der guten Sorte ist, dass das die Lemo Monoblock Bremsblöcke, aber sie lässt sich gut dosieren. Also da braucht man jetzt keine Angst haben, dass das überdimensioniert ist. Sie haben ja sicher defensive Bremsbeläge mit am Start. Aber du hast wahnsinnig viele Reserven. Also ich bin einmal da schon ein bisschen schneller runtergefahren, ein bisschen auch Beladung drauf. Du kannst wirklich schöne Bremsvorgänge machen und die Maschine bleibt über einen langen Zeitraum von der Bremsleistung her stabil. Also es ist schon leibend, wenn eine Maschine leibende Komponenten drauf hat, das kostet dann halt mehr, so wie hier eben mit dem leibenden Fahrwerk, mit der leibenden Bremse, das macht halt einfach Spaß. Ja, was sehen wir jetzt? Wir sehen auch das leibende Display, hochauflösend, gut ablesbar, ich glaube, das kriegt man auch mit im Video. Er wechselt automatisch das Schema zwischen dunkel und hell, wenn man eine Zeit lang dunkel oder eine Zeit lang hell unterwegs ist. Du hast alles wunderbar im Blick. Ich muss nur gestehen, ich habe es eh auch schon mal, glaube ich, in einem YouTube-Video erwähnt, dass mein bisschen zu verspielt ist. Du bedienst das im Prinzip mit dem kleinen Joystick da auf der linken Seite, dem Bordcomputer. Da kannst du dich hier so durchzeppen. Die wesentlichen Änderungen, die du aber brauchst, sind sicher da in dieser Mode-Taste, wenn du sagst, du möchtest ein anderes Mapping wechseln. Ja, das war so, wie soll ich sagen, ein Eindruck hier live im Sattel. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen einen Eindruck gewinnen von der Triumph Tiger. Würde mich freuen, wenn ihr da was mitgenommen habt. Gerne könnt ihr mal unten fragen, posten. Boah, Scheiße, das ist das Gefährlichste. Bei so laufrigen Motorrädern, vor allem wenn man nebenbei die Goschen offen hat, fährt man immer zu schnell ins Ortsgebiet rein. Und ich hasse es, im Ortsgebiet zu schnell zu sein, weil das ist wirklich respektlos gegenüber den Menschen, die da leben. Und ich lasse gern krachen, aber da weiß ich, wo und wann ich das mache, aber eben nicht in den Ortschaften. Weil ja, die Leute haben ja auch ihre Ruhe verdient. Insofern, meine lieben Leute, wünsche ich euch diesmal ganz besonders alles Gute und wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir gemeinsam wieder im Sattel sitzen. Ich freue mich über eure Kommentare, über eure Anregungen und wenn ihr so eine Tiger schon probegefahren seid oder vielleicht sogar schon eine gekauft habt, postet gerne auch eure Kommentare unten drunter. Danke, tschüss und baba.